Radio 1. Hörbar Brust. Let me go, Heaven 17, Radio 1, die Hörbarust. Herzlich willkommen. Wenn Sie diese Sendung als Radiosendung hören, dann ist jetzt Sonntag kurz nach zwei. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, diese und viele andere Sendungen als Podcast zu hören. Hier sitzt Woche für Woche ein besonderer Mensch, der uns 8 Songs aus seinem Leben mitgebracht hat. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbarust. Heute mit Hinak Schönemann. Fragen Sie 20 Menschen, die in der Großstadt leben, nach ihrer liebsten Escape-Fantasie und Sie bekommen 15 Mal die Antwort: ein Haus auf dem Land, ein paar Katzen und Hunde, wenn Platz ist, ein Pferd. Meistens kollidieren Wunsch und Wirklichkeit, weil sich so etwas wie Arbeit dazwischen schiebt. Glücklicher Hinak Schönemann. Er nämlich bringt beides unter einen Hut. Seit 12 Jahren lebt der gut gebuchte Schauspieler in einem mecklenburgischen Dorf, wo er seinen Hof bewirtschaftet, den er am liebsten nie, aber wenn, dann für Dreharbeiten verlässt. Gebürtig kommt der 46-Jährige aus Rostock. Noch vor der Wende verlässt seine Familie die DDR, Hinak lebt in Hamburg, später in Berlin. Eher zufällig entdeckt der zappelige, hochbegabte Junge die Schauspielerei und besteht prompt die Aufnahmeprüfung an der Ernst-Busch-Schauspielschule. Später studiert er an der HDK. Schnell erhält er erste Angebote für Filme und Serien und tatsächlich, selbst als Schönemann noch in Nebenrollen zu sehen war, blieb er definitiv im Gedächtnis. Apropos, jetzt treffen wir ihn gegenüber der Gedächtniskirche in unserem Radio 1 Studio im Bikini, Berlin. Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Hallo. In Echtzeit ist Januar, Anfang Januar und es ist so ein bisschen Matsche und sehr kalt draußen. Ich glaube, es erübrigt sich, dich zu fragen, ob du Winterreifen drauf hast. Diesen Fehler machst du nie mehr nicht, oder? Nee. Was war das für ein Fehler? Oh, da holst du jetzt aber was raus. Das ist schon sehr lange her. Das ist jetzt so bestimmt 8 Jahre her oder sowas. Ich wurde zu einem Casting eingeladen, damals von einem großen Regisseur. Quentin Tarantino. Ich wollte jetzt ein bisschen tief stapeln. Und bin losgefahren, auch rechtzeitig und so weiter. Aber ich hatte, obwohl ich einen Geländewagen damals hatte, Sommerreifen noch drauf. Warum auch immer. Und es gab irgendwann im Oktober, November, irgendeinen Wintereinbruch. Und da bin ich mit in den Graben gerutscht. Ganz leicht natürlich nur, aber ich kam nicht mehr raus. Und dann begann eigentlich das ganze Drama. Da habe ich einen Kumpel gefragt, der Winterreifen drauf hatte natürlich. Und dann sind wir nach Potsdam gefahren zum Casting und es war wirklich absolutes Chaos. Also alle Ampeln, Stau, Fahrschulen vor mir. Es funktionierte überhaupt nichts. Ich kam zu spät an und dann auch nicht richtigen Text. Und ach, das war Horror. Das war echt Kacke. Wenn so eins zum anderen kommt. Also ich meine, unterm Strich sind das die Momente, in denen andere sagen oder man selbst, wer weiß, wozu es gut ist. Es war ja auch alles gut. Also es war denn, also ich bin ja wirklich lachend und heulend nach Hause gefahren, weil ich erstmal die Leistung, die ich da abgeliefert hatte, überhaupt nicht toll fand. Also überhaupt nicht gut. Dann dachte ich so, ey, Glück bin ich da raus. Und natürlich auch irgendwie peinlich, das war mir natürlich auch unangenehm. Aber es hatte auch was damit zu tun. Ich habe da irgendwie 3 oder 4 Sätze da nur für dieses Casting. Und dort haben sie mir offeriert, ja, aber die müssen ja auf Französisch sein. Ach so, oho, oh la la. Ich kann kein Französisch. Ja, aber haben wir dir doch... Ich sag, nein, habe ich. Ich habe hier Englisch oder Deutsch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte, aber jedenfalls nicht Französisch. Okay. Und dann hatte ich noch mal Zeit, 5 oder 10 Minuten mir das rein. Das ging nicht. Hat nicht funktioniert. Mhm, okay. Was ist mit Allwetterreifen? Darf ich da... Auf gar keinen Fall. Ach, warum? Nee, das macht man nicht. Nein? Man kann mit Allwetterreifen hier in der Stadt mal im Sommer fahren oder so, wenn es nichts anderes gibt oder so, wie so Überfahrten machen oder so. Aber das ist wie so ein eierlegende Wollmilchsau, das funktioniert nicht. Mhm, okay. Ich weiß, dass das ein Terrain ist, auf dem du dich sehr gut auskennst. Du wärst vielleicht sogar... Hättest du die Möglichkeit gegeben, dass du beruflich irgendwas mit Autos machst? Ja, absolut. Ja. Also väterlicherseits machen die eigentlich alle was mit Autos, außer mein Vater.
Aber ja, ich hätte sehr gerne irgendwas mit Autos gemacht. Und wenn nämlich jetzt, ich glaube, ich wäre sogar gerne Rennfahrer geworden. Also richtig, was richtig ein Beruf, der wirklich nur mit Autos zu tun hat. Du hast mal ein Auto mit matter brauner Folie beziehen lassen. Ja. Hast du das noch? Nee, das habe ich nicht mehr. Das war ein Chevy Suburban. Das war dieser Obama-Wagen, also womit Obama immer gefahren ist. Und den hatte ich mir hier gekauft und dann dachte ich so irgendwie, weiß ich nicht, die blaue Farbe hat mich nicht gefallen. Und dann habe ich ihn mattbraun folieren lassen, alle Embleme ab und große Felgen drauf. Da waren noch 20 erst drauf und dann habe ich 22 draufgepackt. Also du bist dieser Typ, wo andere Männer im Zweifel sagen, geil, was hast du gerade gesagt? Ich konnte mich nicht konzentrieren und Frauen so die Augen verdrehen und denken, oh Gott, was sitzt da für ein Spacko drin? Doch, und es ist wirklich so gewesen, dass die Frauen damals, also weil das war so eine ganz tolles, matte Farbe, die haben rübergestreichelt. Frauen haben rübergestreichelt. Männer immer so, oh, geil. Toll. Und die Frauen haben es angefasst, den Lack. Also es war ja Mattlack, wirklich. Aber ich würde es heute nicht mehr machen. Heute wäre ich... Wir reden auch nicht von den 90ern, ne? Wo man noch sagen könnte, ja okay, in der Zeit hatten alle irgendwie so einen komischen Geschmack. Das ist noch gar nicht so lange her, ne? 6 Jahre oder so. Ja, nee, das waren nicht die 90er. Du hast damit keine Möglichkeit, dich darauf rauszureden. Wir steigen jetzt gleich in dein bewegtes, schönes, abwechslungsreiches Leben ein. Und wie schön, dass du diesen Song mitgebracht hast. Johnny, Sophie Tucker. Da kann man sehr, sehr gut nachtanzen. Und nach Auto fahren, das ist jedenfalls das Stichwort, das du uns gegeben hast. Ja, also es sollten ja Lieder sein, die mich irgendwie geprägt haben. Und ich glaube, das war so der Song, den ich 20, 30 Mal hintereinander gehört habe. Da durfte auch keiner dazwischen. Der wurde immer wieder angemacht, immer wieder. Und weiß ich auch nicht, der hat irgendwie so eine Energie, den fand ich, oder den finde ich auch immer noch sehr gut. Ich würde ihn jetzt nicht mehr 20 Mal hintereinander hören. Aber während der Autofahrt ist das einfach irgendwie, das passte irgendwie. Manche Lieder passen. Der Schauspieler Hinnerk Schönemann ist heute zu Gast, gebürtiger Rostocker, 1974 dort zur Welt gekommen im November. Du hast da aber nicht so lange gelebt, die ersten 4 Jahre deines Lebens. Kannst du dich an die Stadt, an diese ersten 4 Jahre erinnern, ganz gut? Es gibt natürlich so ein paar Sachen kann ich mich noch dran erinnern. Also, dass wir auch in dem Hochhaus gewohnt haben. Es gibt ein so ein Hochhaus in Rostock, das steht so ganz alleine und da haben wir ganz oben gewohnt, 18. Stock. Wow! Ja, da musste man bis zum 17. fahren. Und eine Treppe laufen, weil der Fahrstuhl endete im 17. Also irgendwie. Sowas erinnere ich. Und dann dieses Runtergucken, dass ich da, ich weiß, ich hatte keine Höhenangst. Heute hätte ich beim 18. Stock, würde ich schon so ein bisschen vielleicht einmal, naja, sage ich jetzt nur so, also würde das Herzen kurz flattern. Aber damals hatte ich keine Höhenangst. Das weiß ich noch. Heute wäre es anders, glaube ich. Das ist ja abgefahren, weil du ja natürlich dann als Kind wahrscheinlich ein ganz anderes Verhältnis auch zur Perspektive hast. Also ist jetzt auch so ein bisschen... Ja, ich habe runtergeguckt, also klar, und konnte eben alles beobachten. Und Kinderaugen sehen ja auch noch viel mehr, also die sind ja noch viel feiner. Und ich habe mal jemanden gesehen, der gestorben ist. Von da oben? Von da oben. Der runtergesprungen ist? Nein, der ist eingestiegen ins Auto und umgekippt. Und das habe ich gesehen und mir nichts weiter dabei gedacht. Und dann kam auf einmal Polizei und Krankenwagen und so weiter. Er und dann ist ins Auto eingestiegen und umgekippt, im Auto? Er hat die Tür aufgemacht, wollte einsteigen und ist rückwärts gefallen.
Okay. Ich weiß aber nicht, warum oder sowas. Ich habe den nur gesehen als Kind, wo ich dachte so, das ist ja komisch, dass der so komisch hinfällt. Vor allen Dingen hatte ich die NASA kurze Zeit später in so ein Trainingscamp geholt, weil du so gute Augen hast, dass du aus dem 18. Stock sehen konntest, dass jemand umgekippt ist. Richtig. Nein, ganz im Ernst. Nein, ich überlege gerade, wie viel man aus dem 18., ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben in einem 18. Stock. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind, aber das kann man schon erkennen, wenn da ja jemand, also komischerweise so umfällt, das erkennt man schon. Und man sieht Vögel und Bäume von oben. Das ist nicht so selbstverständlich. Das erinnere ich nicht. Okay, was? Weil ich da keine Bäume irgendwie. Ja, es gibt. Das war ja eine Stadt, das war ja kein Wald da oder so. Das erinnere ich jetzt nicht. Ein paar Bäume gibt's aber. Aber ich weiß, dass manchmal Möwen auf dem Fenster vorne saßen, auf dem Fensterbrett. Ja. Manchmal. Hm? Okay. Deine Eltern sind Ärzte, deine Mutter ist Kinderärztin. Richtig. Die hat selbst eine doch ziemlich heftige Lebensgeschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist, das mit in einem Satz zu skizzieren, wie ihre Kindheit abgelaufen ist. Wie ihre Kindheit abgelaufen ist? Naja, also sie hatte, glaube ich, 6 Geschwister oder 5 und ist im Heim groß geworden. Ja, sämtliche Geschwister. Alle Kinder sind ins Heim gekommen. Weil also, die Mutter sehr früh gestorben ist. Der Vater nicht mehr da war. Ja, okay. Und aber haben sie alle irgendwie freigestrampelt. Ich glaube, 1 oder 2 haben auch Pflegeeltern bekommen. Mhm. Aber sonst sind sie im Heim gewesen die ganze Zeit und sind trotzdem ihren Weg gegangen. Nur es ist, Damoklesschwert ist jetzt falsch gesagt oder sowas, aber es ist immer ein Thema bei uns in der Familie. Also nicht, dass man es irgendwie negativ bewertet, sondern dass die Eltern eben im Heim waren oder Onkel. Was meinst du in dem Moment mit dem Damoklesschwert? Das Damoklesschwert ist ja eher so negativ behaftet. Das ist immer irgendwie was, oder? Also dass es immer über einem ist, ja, dass genau. Man, was man nicht los in welchen, also in aber, welchen Momenten macht sich das? Ich möchte wirklich nicht zu, es ist schon sehr persönlich, was du jetzt sagst. Ja, sonst würde ich ja sagen, nee, rede nicht drüber oder so. Es gibt so, wenn Feiern sind oder Geburtstage oder sowas, dann gibt es immer irgendjemand, der auch gesagt hatte, so wie es früher im Heim mal war. Also ach, wir so haben dann da halt Nüsse bekommen oder das ist immer sowas. So präsent, meinst du? Das ist ja, irgendwie immer da. Naja, es ist ein bisschen so in der Genetik drin. Es wird uns immer wieder ein bisschen mitgegeben. Es ist aber nicht so, dass es irgendwie verdammt wird oder gesagt wird, das war ganz schlecht oder sowas. Das überhaupt nicht. Sondern es ist einfach immer mal wieder Thema, was auch gut ist. Das muss auch für deine Mutter toll gewesen sein, weil nicht alle Geschwister in der DDR gelebt haben oder einige von ihnen dann, glaube ich, in den Westen gingen. Ja, mein Onkel und mit seiner damaligen Frau ist rübergegangen, der jetzt ebenfalls bei uns im Dorf wieder wohnt, also seit ein paar Jahren. Ach, schön. Ja, gleich neben meiner Mutter. Das ist ganz toll. Und der hat damals einen Film gemacht über die DDR, ist eingeknastet worden, saß auch ein Jahr in Bautzen, ist dann freigekauft worden, 87, mit seiner Frau. Was für einen Film hat er gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, der ist nicht fertiggestellt worden. Eine Dokumentation, oder? Ja, er ist Dokumentarfilmer. Und freigekauft worden und meine Eltern, und das ist natürlich was sehr Krasses, was ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen kann, aber die hatten auch einen Ausreiseantrag gestellt. Und das ist natürlich irgendwie, Ausreiseantrag im Osten ist, glaube ich, harter Tobak gewesen. Ich glaube, Anfang der 80er, vor allen Dingen hast du das auch zu spüren bekommen, weil du gemobbt worden bist. Ich war auf so einer Segelschule und da hatte ich automatisch dann, also das war so eine Kaderschule in Grünau und da sind wir, also von einem Tag auf den anderen habe ich automatisch schlechteres Material bekommen, also schlechteres Boot. Ich hatte damals auch, bin noch die DDR-Meisterschaft mitgesegelt, da haben sie mir einen Bleigürtel rumgepackt, angeblich weil ich zu, also um Schwertkasten, das heißt, die haben das Boot schwerer gemacht, angeblich weil ich zu leicht war, sowas und wie gesagt, schlechteres Material. Also man hat es irgendwie schon gemerkt. Hast du es gleich gemerkt? Also bist du darauf vorbereitet worden? Haben deine Eltern sowas gesagt wie, pass auf, Hinak, wir haben einen Ausreiseantrag gestellt. Es kann sein, dass du jetzt Schwierigkeiten oder dass wir Schwierigkeiten bekommen? Nee, wir haben da so, also das erinnere ich nicht, dass wir so explizit drüber geredet haben, das nicht. Aber ich wusste, wer zum Beispiel Stasi war. Wir sind, oder meine Eltern waren so in der Kirchenbewegung und es gab dann so kirchliche Feste oder sowas. Und ich erinnere das, dass ich irgendwann mal über eine Mauer geklettert bin. Und da standen einzelne Leute dahinter. Und dann kam meine Mutter oder mein Vater damals, also mein Stiefvater, und der sagte, nee, lass die mal, und das ist Stasi. Und da haben wir dann auch das erste Mal drüber geredet. Da war ich erst 10 oder 11 oder so. Ich wusste schon ziemlich schnell, dass ich in einem Staat lebe, der nicht ganz korrekt ist. Mhm. Ja. Ich komme in solchen Momenten, das wird wahrscheinlich irgendwie vielen Leuten gehen, die im Westen sozialisiert wurden. Es ist immer schwierig, weil ich habe kein persönliches Bild. Ne? Also ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die
von sich aus auf das Thema Stasi zu sprechen kommen, weil sofort so eine Front aufgemacht wird, weil es sofort heißt, ihr Wessis, ihr denkt, das war alles schlecht und das war alles Stasi und das ist ja nicht so gewesen. Insofern ist es, finde ich, ganz gesund, wenn jemand, der selbst davon betroffen war, mehr oder weniger, darüber erzählt. Nee, alles gut. Es gibt ja auch viel, wie nennt man es, ja, so eine Art von Nostalgie, wie es auch eine verzerrende Art von Nostalgie gibt. Also der Mensch tendiert dazu, die Vergangenheit irgendwie zu verzuckern und zu idealisieren. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn zwischendurch immer noch mal so kleine Leuchtraketen hochgeschossen werden. Nee, aber was, also ich mache mir natürlich auch immer mal wieder den Kopf darüber oder sowas, wie mutig das eigentlich war von meinen Eltern damals. Also, dass sie waren Ärzte und haben Ausreiseantrag gestellt. Ich meine, sie hätten immer damit rechnen müssen, dass sie auch ins Gefängnis zum Beispiel kommen oder sowas. Also, was wäre mit euch passiert? Du hast noch zwei Schwestern. Genau. Wärt ihr in Heim gekommen oder was wäre passiert? Kann natürlich sein. Also ich weiß nur, dass damals meine Eltern nicht immer zusammen auf Veranstaltungen gegangen sind. Das weiß ich noch. Damit, wenn nur einer verhaftet wird und der andere da bleibt. Okay. So. Aber wie ist das? Es ist mutig. Es ist immer mutig, in die Opposition zu gehen. Also in allen Staaten, allen Ländern, wenn man so nach modernen Heldinnen und Helden gefragt wird, wir haben da neulich schon mal drüber gesprochen in einer anderen Sendung, in einem anderen Kontext. Helden und Heldinnen sind wirklich diejenigen, die in einer Nicht-Demokratie auf die Straße gehen und die Umstände anprangern. Das sind Helden, weil sie wirklich, sie verschwinden. Und manchmal fragt nicht mal jemand nach ihnen. Wie viele Leute in der Türkei im Knast sitzen, wie viele Journalisten im Knast sitzen. Ja, wer kümmert sich drum? Ja? Also, naja, ich habe es auf jeden Fall mitbekommen. Also, dass es eben auch Andersdenkende gibt und dass es eben auch nicht immer einfach ist. Ich frage mich nur, würde ich es heute auch machen? Ich glaube, theoretisch würde ich sagen, ja, praktisch weiß ich es natürlich nicht, weil ich natürlich auch Kinder jetzt habe und natürlich auch abwägen muss, wie weit kann man gehen oder sowas. Aber wenn mir etwas nicht passt, also überhaupt im Leben, habe ich das so zumindest von meinen Eltern mitbekommen, dass ich schon was sage. Also dass, wenn mir was nicht passt, da flippe ich aus, das kann ich nicht. Und wenn jemand seine Macht missbraucht, kann ich es noch viel weniger. Aber wer ist der Meeresbezwinger Thomas? Das ist somit meine erste kindliche Liedererfahrung, als wir eben auch, wenn es zum Beispiel Familienfeste gab und alle Kinder das erste Mal so irgendwie zusammen in einer Wohnung waren und wo man dann nicht um 20 Uhr ins Bett gehen musste oder sowas, sondern konnte durch die Wohnung weiter laufen oder schreien und alle Kinder waren irgendwie, wie soll man sagen, haben gespielt und getobt und es gab Essen und die Erwachsenen haben sich unterhalten und es war wie Freiheit. Und ich glaube, dieses Lied steht ein bisschen dafür, dass mich Gerhard Schöne als Sänger in meiner Kindheit begleitet hat. In Meeresnot treibt ein winziges Boot, darinnen ein Junge, Thomas. Wenig Proviant, das Steuer zur Hand, kühn ist sein Blick, Thomas. Die Eltern sind fern, er hatte sie gern, doch wegen der Fünf so ein Riesentheater. Das hielt er nicht aus, er lief weg von zu Haus. Später vielleicht schreibt er Mutter und Vater. Liebe Eltern, nun nach 10 Jahren will ich euch mal schreiben. Ich lebe. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich mal besuchen. Ich bin jetzt Häuptling beim Stamme der Hulakalufen. Euer Thomas. PS. Ich habe euch verziehen. Wir haben ja auch sowas wie einen Bildungsauftrag, einen öffentlich-rechtlichen. Und deswegen versuchen wir hier möglichst viel Wissen unterzubringen. Was Sie in dieser Sendung bisher schon gelernt haben, war, keine Allwetterreifen zu benutzen. Die sind Pillepalle, sagt der Schauspieler Hinnerk Schönemann. Und der feine Herr besitzt auch einen Wischroboter und kann uns vielleicht auch da sagen, ist der gut? Ist der woher schön? Wisst ihr das? Wirklich, woher wisst ihr das? Hab ich sowas gesagt? Sowas sag ich doch nicht. Ich würde doch niemals sagen, ich habe einen Wischroboter. Ich habe. Also ich meine, im Interview, sonst preise ich natürlich den an. Also privat preise ich das Ding an. Weil ich, ja. Das ist, wir haben vom RBB, wir haben diese Drohnen,
Ja. Gerade durch Corona können wir keine persönlichen Gespräche mehr führen. Ich bin ja froh, dass ich hier noch sitzen darf. Aber durch diese Drohnen, die wir auch morgens durch alle möglichen Bundesländer fliegen lassen, können wir sehen, was in deinem ehemaligen Schweinestall so läuft. Und da haben wir den Wischroboter gesehen. Richtig. Also es resultierte daraus, dass, dass unser Haus fertig geworden ist. Endlich, jetzt nach 10 Jahren Bau so ungefähr, ist das ganze Haus jetzt ausgebaut worden. Man hatte aber das Problem, dass wir eine ebene Fläche hatten, die aber immer wieder dreckig wurde. Klar, also das sind jetzt so... Sag's ruhig, dass du dir so einen Snobby-Loft-Beton-Fußboden gegossen hast. Ja, woher weißt du das denn auch schon wieder? Nein, ich habe ganz normalen Beton genommen. Ganz normalen Beton, den haben wir einfärben lassen, also von der Betonfirma mit Ruß, wird einfach schwarz gefärbt und dann Harz drüber. Das sieht toll aus, sieht bestimmt, toll aus. Wenn man keine Kinder und keine Tiere hat. Wieso? Weil du jeden Fitzel siehst. Nee. Guck mich mal, Wischroboter. Nein, wir haben einen Wischroboter. Nur, und ich habe dann irgendwie am Anfang gewischt, wo ich dachte, das geht doch gar nicht und so. Nee, also man sieht da nichts. Das ist alles, also das ist ein ganz stabiler, also alltäglicher Boden oder sowas. Aber ich wollte diesen Staub eben nicht haben. Und dann habe ich diesen Wischroboter irgendwann entdeckt. Sehen die so aus wie diese Rasenmäher? Sind die auch rund? Ja, aber viel kleiner. Also meiner ist eckig, aber viel kleiner. Ich hätte gedacht, auf dem Bild sind die viel größer, aber der ist nur so 25 mal 25 oder so. Aha, und ich frage aber mich... Aber toll, nie wieder ohne. Also wir haben gar keinen Staubsauger mehr, gar nicht mehr, brauchen wir nicht. Weil der wischt einfach autonom. Okay. Und wirklich. Ja, also... Und ich gehe nicht los mehr. Einmal die Woche irgendwie alles durch. Mach ich nicht. Hab gar keinen Bock. Okay. Das macht er jeden Tag alleine. Wie kommt er klar mit Teppichen, die da vielleicht auch liegen? Wir haben einen kleinen Teppich. Und kann er da so rüberschrubbeln? Oder wie? Da geht er ja nur gegen. Er wischt ja. Wir haben ja auch noch einen Staubsauger. Ach so, ihr habt einen Saugroboter und einen Wischroboter. Genau. Es wird in 5 Jahren wird es überhaupt nichts anderes mehr geben. Lebenspartnerin? Ah, du hast geheiratet im August. Ja, okay. Aber die musst du nicht aufladen abends. Nein. Das war immer, glaube ich, eher meine Sache. Oh Gott, jetzt kriege ich Ärger bestimmt. Aber das ist diese Wischroboter und Saugroboter, das ist irgendwie ein Fable. Irgendwie mag ich das, diese Technik da unten. Und das ist wirklich eine ganz tolle Erfindung. Ganz toll. Aber du hast einen Aufsitzrasenmäher bestimmt. Du hast jetzt nicht noch einen automatischen Rasenmäher. Nee, Aufsitzrasenmäher. Aber es hat was damit zu tun, dass die Flächen zu groß sind. Sonst würde ich mir auch so einen Roboter unter Umständen irgendwie holen. Aber die Flächen sind zu groß, deswegen braucht man noch einen Trecker, der wendiger ist. Auf diese Flächen werden wir noch zu sprechen kommen, zu gegebener Zeit. Denn aber woher weißt du das mit dem Wischroboter? Ich bin ja völlig baff. Bist baff. Toll. Okay. Zeichnen wir doch dein Leben ein bisschen nach. Als Kind deine Eltern haben sich getrennt, da warst du 4 oder 6? Genau. Ja? Und ihr Geschwister, weiß ich nicht, seid mit der Mutter nach Friedrichshain gezogen? Genau. Also erst Marzahn, richtig schön Marzahn, als Marzahn noch keine Straßen hatte. Hohe Häuser kanntest du ja aus Rostock. Aber die waren nur halb hoch. Die sind immer nur so 11, 10, 11, 12 stockig gewesen oder sowas. Halt so ein Neubauviertel, man kennt's ja. Da waren auch noch keine Straßen, da sind auch so diese Rossen-LKWs langgefahren, die dann noch diese ganzen Müll und Dreck weggebracht haben und gebaut haben und so. Da bin ich auch eingeschult worden und dann sind wir, glaube ich, so 82 rum in Friedrichshain gezogen. Wie hast du Berlin wahrgenommen? Da warst du ja schon ein bisschen älter. Naja, also ist schon eine gute Stadt. Nein, also ich meine, ich glaube, meine Eltern haben mir viel ermöglicht und irgendwie habe ich. Was meinst du damit? Na, ich konnte viel machen. Ich habe Sport gemacht und ich war auf einer normalen Schule. Gibt ja auch keine unnormalen. Aber irgendwie war alles gut. Gesegelt bist du wo? Als du in Grünau. Da gibt's so eine Segelschule. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt oder sowas. Da bin ich gesegelt und scheinbar auch sehr gut. Zumindest so, dass es immer irgendwie, es war so eine Kaderschule, dass es immer irgendwie weiterging. Bis zu dem Moment, wo wir ausreisen mussten. Mhm. Ja, ihr ausreisen wolltet. Ja, wir wollten. Ja. Wir wollten. Wenn ich jetzt in deiner Schule gewesen wäre oder zumindest am Schulhof vorbeigehen würde und ich würde dich als Kind sehen, sagen wir mal als 10-Jährigen, wie würdest du auf dem Schulhof, was wärst du? Wärst du ein Junge, der allein steht? Wärst du ein Junge, der Völkerball spielt, der rumläuft, der sich kloppt mit anderen? Nee, kloppen gar nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so ein komisches Bild jetzt von mir zeichne oder so. Ich wäre so ein ganz schmächtiger, kleiner Blonder, der eher alleine steht oder mit seiner damaligen besten Freundin sich unterhält. Das ist aber ein gutes Zeichen. Ja. Jungs, die eine beste Freundin haben oder hatten, das ist immer gut. Bis heute. Nein. Ja, bis heute.
Grüße Hendrikje. Mal. Hendrikje. Ja, genau. Oh, ihr habt beide so besondere Namen. Ist das auch, Hendrikje ist aber eher holländisch, niederländisch, oder? Das ist auch einfach Platz. Nein, ich glaube, es ist die kleine Henny wahrscheinlich oder sowas, nehme ich mal an. Hendrikje. Ja, ist klar. Ja. Und Hinnerk ist ja Platt für Heinrich. Richtig. Ne? Sprichst du Platt? Überhaupt nicht. Sprechen? Ah, Wörter verstehen, ja, aber ich kann du sprichst gar nichts. Gar nicht. Ich kann nur verstehen. Nee. Okay. Sprechen noch Leute in deiner Familie Platt? Nee, gar nicht. Nicht. Okay. Also das heißt, du wärst jetzt nicht in so einer großen Jungs-Clique rumgelaufen, sondern eher nee, ich glaube, da, ich weiß nicht, immer irgendwie doch allein Einzelgänger so. Was ich aber genossen habe. Also ich habe es mit Absicht gemacht. Ich habe mich nie so, wollte nicht so in Konkurrenz immer stehen mit den Jungs. Das war irgendwie nicht meins. Ich wollte immer meinen eigenen Weg gehen. Natürlich hatte ich auch Freunde und fand das wahrscheinlich auch gut, aber ich war doch immer alleine bis heute. Nein, ich finde es interessant. Also du bist ja definitiv nie alleine, weil du immer eigentlich eine Partnerin an deiner Seite ja. hast und inzwischen auch und auch sehr fruchtbar bist. Du hast also echt jetzt in den letzten Jahren, du hast 3 Kinder gezeugt. Lass mich zählen. 3, ja. Ja. Hm? Ja, ja. Und ich habe hier etwas über dich gefunden, was du in einem Interview gesagt hast. Und das zeigt, dass du dich gar nicht so sehr verändert hast zu dem Jungen, der du warst. 2015 hast du das dem Fokus gesagt. Du sagst, du bist begrenzt gesellschaftsfähig und Smalltalk würde dich anstrengen. Und dann, Zitat, ich gehe nie weg, nicht auf ein Bier mit Kollegen, nicht auf rote Teppich-Events. Der Kampf, allein sein zu dürfen, ist anstrengend. Kannst du mir das erklären, was du damit meinst? Also allein sein zu wollen, das verstehe ich total gut, das geht mir auch so. Aber der Kampf, allein sein zu dürfen, ist anstrengend. Na, Leute verstehen nicht, wenn, oder sagen wir mal so, es, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Drehschluss. Es kommt ein Kollege auf mich zu, oder Kollegin, wie auch immer. Kommst du noch mit runter, also wenn man im Hotel ist oder sowas, auf ein Bier. Da fängt schon an. Ich trinke kein Bier, also kein Alkohol. Und selbst wenn er mir sympathisch oder sie sympathisch ist, ich weiß nicht, was ich privat reden soll. Ich weiß es nicht. Selbst wenn es so fast der beste Kumpel ist, nach 2-3 Minuten sind die Sätze erschöpft, weil ich selber irgendwie meine Ruhe brauche und runterkommen will und meine Akku wieder aufladen und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht. Komischerweise ist das hier was ganz anderes. Hier schnatter ich, was für, also gar nicht so Mecklenburger typisch ist, Mecklenburg-typisch ist. Aber das hier ist ja auch eher so wie so ein Arbeitsgespräch. Ja. Das ist was anderes. Also ich bin hier, du bist da und da fühle ich mich sehr wohl, weil ich mich auch auf dich konzentrieren kann. Wenn es aber auf private Ebene geht, also jetzt wirklich privat, also nicht, wo jetzt Leute zuhören oder sowas, dann bin ich wie ausgetauscht, stumm. Ich kann das nicht. Und? Also richtig stumm, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Dementsprechend sind rote Teppiche schon immer ein Graus gewesen, immer. Ich habe es probiert, aber es funktioniert gar nicht, also wirklich gar nicht. Mhm. So, dass man richtig wütend wird vorher. Warum muss ich da hin? Ich will auf gar keinen Fall, ich finde das doof. Und selbst wenn ich da bin, wird es auch nicht besser. Also ich will dann auch immer gleich weg. Oder wollte dann immer gleich weg. Heute und weiß ich, ich mache es nicht mehr. Und es ist alles zugleich, du fühlst dich überfordert, aber auch ein bisschen gelangweilt. Also das ist, es interessiert dich jetzt auch nicht so, ja? Es interessiert mich nicht so. Es wäre was anderes, wenn man ganz still beobachten dürfte. Es ist aber nicht so, weil natürlich Leute sich mit einem unterhalten wollen und das schaffe ich nicht. Ich vergesse immer auch schon die Namen. Also ich meine, jeder hat das Problem wahrscheinlich oder sowas, aber es kann natürlich auch sehr unangenehm sein. Mhm. Es ist einfach, es ist kein Genuss. Also ich finde, das ist für mich überhaupt gar kein Genuss. Okay, das habe ich verstanden. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, doch, jetzt habe ich es verstanden. Der Kampf, allein sein zu dürfen, ist anstrengend. Damit meinst du, du musst Leuten erstmal klar machen, dass du allein sein willst und dich nicht schlecht fühlst dabei. Na, und das Problem ist, dass sie es meistens nicht verstehen. Und ich dann in so einen Erklärungszwang komme und sage, es ist aber eigentlich, also ist alles gut so ungefähr. Und das ist der Kampf, den und du meinst. Und das ist der Kampf. Alles klar. Jetzt aber mittlerweile im Alter sage ich es einfach und halte es aus. Im Alter, 46 Jahre. Ja. Mhm, gut, alles klar. So, du hast Tonsteine Scherben mitgebracht. Der Traum ist aus. Also wenn deine Eltern in der Friedensbewegung waren, politisch in irgendeiner Weise engagiert, dann werden sie wahrscheinlich auch Tonsteine Scherben gehört haben. Zumindest sehr leise, oder? Das weiß ich nicht. Mhm. Also das Lied kam erst sehr viel später. Es kam auch wirklich erst während der Schauspielschule zu mir. Ich kannte es vorher vom Hören und so weiter, aber es kam während der Schauspielschule. Und da ist es aber einhergegangen mit Gefühlen, die man in der Schauspielschule entwickelt hat, dass es eben nicht nur immer, sag ich mal, geradeaus geht, sondern dass man auch alles anders, aus anderen Blickwinkeln betrachten kann.
Und dafür danke ich der Schauspielschule ganz doll. Also weil die einen nicht alt werden lassen hat, sondern einfach alles aufgebrochen hat, was man bis dahin schon gelernt hatte und gesagt, okay, das, was du gelernt hast bis jetzt, gut, behalte es, pack's aber weg und lass dich drauf ein, neue Sachen zu entdecken. Mhm. Und das, glaube ich, dieses Prinzip habe ich bis heute mitgenommen, dass ich versuche, einfach nicht fest zu werden und immer irgendwie ein offenes Ohr zu haben und so weiter. Und dieses Lied, es steht einfach dafür, dass es einfach auch so eine Anarchie sein kann. Also, dass man nicht sich immer anpassen muss, sondern dass man auch wirklich eben Sachen sagt, die einem nicht passen. Einfach auch ein kleiner Querulant sein. Also, oder ich weiß jetzt nicht, ob das Wort das richtige ist, aber unangenehm manchmal auch zu sein. Eckig, provozieren und sowas. Ja. Provozieren liebe ich übrigens. Also, weil es natürlich, also auch im kleinen Rahmen, auch beim Schauspielen, weil es manchmal Reaktionen hervorruft beim Gegenüber, die der gar nicht hat. Die überraschend. Ja, vor allem, weil der ja gar nicht will. Ja. Toll. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Radio 1, die Hörbarust, heute mit dem Schauspieler Hinak Schönemann und das eben mit Tonsteine Scherben, der Traum ist aus. Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse und ich möchte Ihnen einen Streifzug durch unser kleines Podcast-Archiv mal präsentieren. Zum Beispiel Campino, Andreas Mühe, Andrea Petkovic, Gentleman, Nina Kunzendorf, Till Brönner, Chaya Molcho, Markus Kafka, Joachim Meyerhoff. Weil diese Podcasts, die bleiben immer nur ein Jahr im Archiv. Deswegen ist es auch ratsam, die Hörbar zu abonnieren. Dann rutscht Ihnen nämlich keine Sendung weg. Das ist super. Du hast die auch abonniert, ne? Klar, habe ich wirklich. Wie toll, willst du gratulieren? Na, wie toll. Vor allen Dingen haben wir eben, als die Musik lief, nochmal über deinen Wisch- und Saugroboter gesprochen. Wenn ich jetzt Namen sage, ich glaube, der kriegt einen geschickt. Nein, keinen Namen. Nein, natürlich nicht. Aber weil ich mich immer gefragt habe, wie kommt so ein Ding in die Ecken, wenn es rund ist? Und du hast dann gesagt, es hätte so externe Bürsten, die dann so rausgefahren kommen oder wie? Nee, die sind nicht rausgefahren. Die sind nicht, wenn es der Saugroboter ist rund und die Bürsten sind halt nicht in der Mitte, sondern die sind so dezentral am Rand. Und die werfen dann wie so eine Kehrmaschine den Dreck nach innen. Und da nimmt der Sauger das auf. Aber wie kommen die in so spitze Winkel, wie eine Ecke? Ich zeichne dir das gleich. Okay, alles klar. Es funktioniert. Ich finde es total faszinierend. Ja. Aber du hast auch gesagt, es ist nichts für Leute, die Teppichholz haben. Na, kommt darauf an, wie hoch der Teppich ist. Also wenn der Teppich sehr hoch ist, dann kommt er da nicht rauf. Aber so bis 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter fährt er überall hin. Okay. Der ist wie so ein Familienmitglied mittlerweile. Wirklich. Das kann nicht sein. Doch. Wenn du einen hast, irgendwann mal, zur Probe oder sonst irgendwas, dann wirst du wissen, was ich meine. Weil in dem Moment, wo ich den hatte, oder auch diesen Wischroboter, man nimmt keinen Staubsauger mehr in die Hand. Nimmt nicht mehr. Es ist wie oldschool, ein Staubsauger.
Und so machst du alles von deinem Handy sogar aus, kannst du starten. Das war das, weswegen ich überhaupt nochmal mit dem Thema anfing, weil du hier so ganz nonchalant gesagt hast, auch so, ich kann ihn auch von hier aus aktivieren oder was. Das macht richtig Spaß. Ich liebe sowas. Ich kann meine Heizung auch von hier aus starten. Ja, ja, Smart Home. Ne? Ich habe mich sowieso gefragt, also klar, du hast eine Frau und du hast eine neugeborene Tochter jetzt. Mhm. Die ist dein erstes Mädchen auch. Du hast zwei Jungs und jetzt ist das erste Mädchen, glaube ich, wann ist die, im März geboren worden? Mhm. Noch vor Corona. Also bevor es richtig heftig oder bevor genau anfängt, ja. Wir hatten gerade, also es fing genau gerade da an und ich sag mal, zwei Wochen später wäre ich schon nicht mehr mit in den Kreißsaal mehr gekommen. So, also es war ganz knapp vorher. Weißt du, warum der Kreißsaal heißt? Komisch, ich habe es gerade irgendwo gelesen. Jetzt ich nämlich nicht. Ich weiß es nicht. Aber diese runden Saugroboter können im Kreißsaal super im Kreis fahren. Aber wahrscheinlich hat es, also es hat. Waren die früher im Kreis? Nein, das ist wegen der Landkreise, oder? Nein. Nee, ich weiß nicht. Germa, aber Germa weiß es. Germa, aber ruf doch mal rein. Gelesen. Na, warum? Es geht um die Kreisenden, die Schwangeren, die es. Das hat nichts mit der Form zu tun, überhaupt nicht. Kreisen ist ein anderes Wort offenbar für Wehen haben. Das ist das, was ich jetzt überfliegen kann. Herrgott, wie kommen wir denn da drauf? Ach so, genau. Bist du bei deinen anderen Kindern auch im Kreissaal gewesen? Ja, das war toll. Ja, okay. Warum lachst du? Es ist gut, wenn man so mal strauchelt. Ich sehe gerade in deinem Gesicht, wie du versuchst zu arbeiten. Wie fange ich jetzt den Satz an? Ja, und ganz ich gebe genau dir den Tipp, fang ihn einfach an. Ne? Einfach also anfangen. Ja, es gibt so Sendungen, da versuche ich, einen roten Faden immer wieder zu greifen. Und es gibt Sendungen, da springe ich hin und her wie ein Stein auf dem Wasser. Richtig. Und Steine springen nicht besonders lange. Irgendwann sinken sie ein. Na, man kann ihnen ganz schön lange ditchen. Ja, man kann lange ditchen. Also in dem Fall habe ich es aufgegeben. Es wird jetzt einfach nicht chronologisch sein, sondern wir springen hin und her. Und wir springen jetzt nochmal zurück nach Berlin, wo ihr noch lebt. Und zwar nach Ost-Berlin, Friedrichshain. Als ihr gehört habt, dass der Ausreiseantrag bewilligt wird, wie viel Zeit blieb dann noch? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Jahre lang war der Ausreiseantrag. Wurde der bearbeitet oder? Ja, oder hatte, ja. Also 4 Jahre lang hatten meine Eltern diesen gestellt, bevor wir ausgereist sind. Und dann erinnere ich das, glaube ich, waren das 3 oder 4 Tage, die wir Zeit hatten, alles zu packen. Also und Sachen zu organisieren. Und da war das auch noch so, dass sie gesagt haben, also wer auch immer das gesagt hat, da war ich auch noch zu klein, packt alles so in Kisten und das kommt in Container, in so einen LKW-Container und das schicken wir euch hinterher, dann habt ihr das alles in einen Container. Haben sie gemacht. Okay, ja, das wäre ja wohl noch schöner gewesen. So. Ja, Container kam natürlich nie an. Nein, wirklich? Der kam nie an. Wir sind nichts rüber, weil wir alles in diesen Container gepackt haben. Fuck. Wir sind wirklich, also mit nichts rüber. Was aber damals, persönliche Sachen sind natürlich da geblieben, aber damals gab es ja noch nicht viele Flüchtlinge aus dem Osten und ich weiß, dass meine Eltern nach Gießen gegangen sind ins Flüchtlingslager, Aufnahmelager und dort wurden sie noch eingekleidet und haben Staubsauger bekommen und Kühlschrank und all sowas zum Starten. Da waren die Lager noch voll. 2 Jahre später sah es dann anders aus, als dann wirklich die Wende war. Okay, ja. Wir sind da 2 Jahre vor der Wende. Also wir sind Anfang 88 rüber und Ende 89 war es denn. Und ihr seid also über Gießen nach Hamburg gekommen oder wie? Nee, wir sind in Friedrichshain in Zug gestiegen. Das weiß ich noch ewig und alles hier mit Stempeln und das dauerte lange. Und dann sind wir kurz vor 12 in Hamburg angekommen. Nachts? Also, nachts. Und das ist zum Beispiel auch etwas, also wenn du mir jetzt die Frage gestellt hättest, die hast du mir natürlich nicht gestellt. Soll ich dir eine stellen? Ja, stell mir eine Frage dazu. Hast du ein Bild dazu, vielleicht sowas wie Lichter, sowas wie... Krass. Was? Na ja, schön, wie du das sagst, weil das greife ich nämlich gleich auf und kann dir sagen, wir sind nämlich in Friedrichshain im Dunkeln losgefahren. Und das ist wirklich etwas, das hat sich absolut eingebrannt. Wir sind abends um 18 Uhr im Dunkeln losgefahren, weil im Osten da gab es kaum Straßenbeleuchtung. Also das war einfach abenddunkel, war ja auch Winter. Und dann sind wir in diesem Zug gewesen, 6 Stunden lang knapp, und sind dann in Hamburg ausgestiegen und hatten dann auch noch das Glück, weil mein Onkel mittlerweile ja auch schon im Westen war, wir sind zu dem erstmal gegangen ein paar Tage, und der hat auf der Reeperbahn gewohnt. Und dieses das ist ja der größtmögliche Kontrast, den man sich vorstellen kann. Das ist so absurd. Vor allen Dingen, man kommt an, man ist müde oder auch nicht müde, weil man aufgekratzt ist. Und dann sind da so viele Leute auf der Straße und überall sind Lichter. Oh, das kannte ich überhaupt gar nicht. Ja. Und dann frage ich mich,
wieso? Es ist doch eigentlich nachts. Was macht ihr alle hier? Was macht ihr auf der Straße? Also jetzt mal gar nicht wegen Vergnügung, sondern was sind Leute abends so lange im Hellen unterwegs? Und das hat sich sofort eingebrannt. Das ist eine schöne Geschichte, die wir vielleicht auch gleich noch weiter drehen ein bisschen. Aber erstmal, wir feiern Bergfest, die Hälfte ist rum. Und haben jetzt noch einen Song von dir, den ich unmöglich, also zumindest den Interpreten kann ich nicht aussprechen. Wojislav? Oh, das weiß ich auch nicht. Das hast du dir aber gewünscht. Ja, ich glaube, der heißt Wojislav. Wojislav. Würde ich mal so sagen. Und der Song heißt Buba Mara. Genau. Und steht wofür? Es gab diesen Film Schwarze Katze, Weißer Kater. Und da ist es, glaube ich, das Hauptlied oder sowas. Und dieser Film hatte so eine wahnsinnige Energie. Der war so, und dann habe ich irgendwann gedacht, so, wenn ich so Schauspieler bin oder irgendwann mal Regie machen kann, oder, dann würde ich genau so einen Film machen wollen. Der hat genau meine Sprache gesprochen. Mhm. Der war so frei, so anarchistisch. Und diese fröhliche Musik dazu fand ich toll. Buba mara sose nicheuel Devoa, devoa, mangavoa O alkeme kamera. Buba mara sose acela, dela dela la charle, buba mara koha počinel, eiro malen ašunen, eča voren kugle zurale, buba mara čajorni, baro grga vojsi ođili. Čužije, ajde mori boj romeca. Čiči, riči, buba, maro, ciklije. Čužije, ajde mori boj romeca. Radio 1. Hörbar Prost. Sun will rise, Bonobo and Speech the Bell. Radio 1, die Hörbar Rust, als Radiosendung sonntags zwischen 14 und 16 Uhr, als Podcast, wann immer Sie möchten. Fritz Karl können Sie sich anhören, Igor Levit, Thomas Thieme, Desiree Nosbusch, Henry Hübchen, Stumpen, Sophie Passmann, Afrop. Was war das denn für ein Geräusch? Ja, ich glaube, es hackt. Und heute zu Gast der Schauspieler Hinnerk Schönemann. Wir waren gerade auf dem Kiez. Das ist ja das Interessante, dass man in Hamburg irgendwie sagt, auf dem Kiez. Und in Berlin sind es ja irgendwie 1000 Kieze. Aber wenn man in Hamburg vom Kiez spricht, dann ist klar, was gemeint ist, welche Ecke. Sex, Drogen, Frauen. Ach so, das doppelt sich mit Sex, in den meisten Fällen jedenfalls. Und du bist da als, weiß ich nicht, 14-Jähriger? Als 14 bin ich da angekommen, ja. Nachts. Und habe da ein halbes Jahr gewohnt, bei meinem Onkel knapp. Ja. Also man nimmt das ja nicht so, also man gewöhnt sich ja als Kind ganz schnell an sowas. Und es war halt nur eben so absurd, dass so viele Leute unterwegs waren. Aber es ist natürlich ein ganz großer Kulturschock gewesen. Und ich erinnere das noch, zumindest glaube ich, hat mir das meine Mutter gesagt oder so, dass ich die erste Woche nicht runtergegangen bin. Ich habe von oben aus dem Fenster immer nur rausgeguckt. Das hat schon gereicht an Eindrücken. Und dann habe ich mich langsam erst runtergetraut. Die Eindrücke waren so doll wahrscheinlich. Ja, ja, und ich meine, du bist ein paar Mal umgezogen. Das schult ja auch, das ist nicht besonders schön. Man hat gerade Freunde gefunden oder eine Freundin. Du bist ja sehr treu. Henrike, nochmal, ganz liebe Grüße, toll. Wir haben uns immer Briefe geschrieben, immer. Wow. Ganz viele, hunderte. Und wart ihr nie verliebt? Doch. Ach komm. Doch, wir waren schon immer verliebt ineinander. Wie alt wart ihr denn, als ihr euch kennengelernt habt? Neun, acht, neun,
ja. Aber es hat nie gereicht irgendwie für eine Beziehung oder so. Das nicht. Aber man ist so, wenn man, also es ist eher so mögen, als dass man verliebt ist. So richtig doll mögen. Ja. So wie Freund, wie oder Schwester, wie Geschwister. Bruder, ja, ja, sowas. Ja. Ja. Und ihr habt euch Briefe geschrieben und sie ist. Weil sie ist im Osten geblieben. Und da, wir haben uns auch schon als Kinder Briefe geschrieben und da begann die Zeit, glaube ich, jeden Tag oder einmal die Woche, zweimal die Woche oder so mindestens Briefe geschrieben. Also es ist eine ganz große Kiste voll. Oh wow, mhm. Die hast du alle aufbewahrt und auch sie. Genau, wir haben jeweils unsere Kisten. Oh, das ist so eine schöne Geschichte. Ist das? Ja, finde ich wirklich. Ein Trickchen, ja. Ja. Nun bist du vorbereitet oder wie bist du vorbereitet worden von deinen Eltern auf den Westen? Denn das eine ist ja, der Antrag ist bewilligt worden. Das andere ist ja auch vielleicht zu kommunizieren. Wie du schon sagst, du hattest, dein Onkel hat offenbar systemkritisch gearbeitet und kam nach Bautzen. Deine Tante, glaube ich, auch. Mhm. Dein Stiefbruder ist verhaftet worden, weil er, Obacht, auf einer Demonstration, ich glaube, es ging um den Todestag von Rosa Luxemburg, die ja die Freiheit des Andersdenkenden genau. propagiert, was ja dann offenbar doch nicht so beim Wort genommen wurde. Also er ist auch im Knast gelandet mhm. und glaube ich auch freigekauft worden. Genau. Mhm. Wie wurde dir denn erklärt, dass da ein Systemwechsel ins Haus steht? Wie als Kind? Naja, wir haben das vorher auch schon mitbekommen, zumal als mein Onkel in den Westen gegangen ist, er uns ja auch Briefe geschickt hat oder wir auch telefoniert haben oder sowas. Also man hat schon ein bisschen was mitbekommen. Außerdem hat man ja auch Fernsehen gesehen und so, aber also wir sind nicht irgendwie extra darauf vorbereitet worden, erinnere ich nicht. Okay, mir geht es nur darum, dass du, wie du schon gesagt hast, du kommst dahin und da ist plötzlich alles anders und dann auch noch der Kiez. Das ist ja selbst für jemanden, der im Westen sozialisiert worden wäre, wäre das ja schon ein Kulturschock. Ne? Du siehst irgendwie Kind ist Prostituierte. Das, glaube ich, egal. Das ist, glaube ich, egal gewesen. Ja? Völlig egal, weil als Kind nimmst du das einfach so, als ob es das Normale ist. Und das war ja auch da das Normale. Das war, bei den Prostituierten ist es zum Beispiel auch so gewesen, die standen ja auch oft so an ein und derselben Stelle. Die hat man dann auch gegrüßt oder sich kurz unterhalten. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie so vorpubertär war und da eine Prostituierte und dass man da, das hatte damit nichts zu tun. Das war, man hat in dem Kiez einfach gewohnt. So. Also, wir sind nicht extra darauf vorbereitet worden, glaube ich. Okay. Kinder kriegen das eh ganz schnell hin, alles. Du hattest ein Hobby, das dich lange begleitet hat, das dem du heute nicht mehr frönst, das würde aus Zeitgründen gar nicht gehen, aber auch aus Überzeugungsgründen nicht mehr. Aber du hast Reptilien gezüchtet. Das habe ich getan. Hat dir das geholfen, um so ein bisschen anzukommen, dass du da so ein bisschen dein eigenes Ding hattest? Oder hast du das in Hamburg gar nicht gemacht? Doch, das habe ich da auch gemacht. Und da fing es auch richtig an erst. Also vorher habe ich es gar nicht so gehabt. Ich habe irgendwann mal eine Schildkröte geschenkt bekommen. So wie man es immer damals, so eine 5-Mark-Schildkröte hat man geschenkt bekommen. Ich wusste gar nicht, wie viel Schildkröten kosten. Damals ganz, ganz billig, alles Wildfänge, das war total absurd. Also das ist, ein Glück ist das heutzutage nicht mehr so. Und irgendwie haben diese Tiere mit mir gesprochen, im wahrsten Sinne. Irgendwie haben die bei mir, sind angedockt. Und da ich ja eh dazu neige, viele Sachen exzessiv zu betreiben, habe ich das auch gemacht. Also ich bin dann sehr schnell Züchter geworden. Wie, also legt man, setzt man, wie vermehrt man Schildkröten? Die legen Eier. In Terrarien, ich hatte auch Freilandgehege und sowas. Also das, ich hatte versucht, das Maximum für die irgendwie so zu machen, dass sie gut leben können. Und dann haben sie glücklicherweise auch Eier gelegt. Und damals war das halt noch was anderes. Das war alles ganz, ja. Wie, die legen Eier? Sind diese Eier schon befruchtet? Nee, ja, die befruchtet, aber die muss man dann auch nur ausbrüten und sowas. Also es ist schon so eine Wissenschaft für sich gewesen. Sag mal ganz kurz, legt die Schildkrötenmutter ja, das befruchtete? Weibchen legt Eier. Genau, das legt Eier. Sind, also, da muss das Männchen nicht nochmal drüber oder so, sondern das ist dann das schon. Naja, das ist vorher drüber gegangen. Ja, das will ich ja wissen, wie das ist mit so einem Panzer. Also ich kenne mich mit Schildkröten null aus. Sind die dann so, wie man sich, wie das so in so Bilderwitzen ist, dass dann so ein Panzer auf dem anderen Panzer so steht? Ja, das Männchen steht fast senkrecht dann. Hat das einen Penis oder eine Kloake? Oder wie nennt sich das? Das Männchen hat einen Penis. Ja, ja, ist ja nicht selbstverständlich, glaube ich, bei Reptilien, oder? Du bist der Meister. Du bist der. Also der, das hat auf jeden Fall. Ja, okay. Das heißt, ein Schildkrötenpenis. Und Schildkröten machen eigentlich nie Geräusche, aber genau da machen sie Geräusche. Was für Geräusche? Das ist schon ganz absurde, so eine. Ich will es jetzt nicht nachmachen. Doch. Nein, das kann ich nicht. Aber findest ganz du das laute. Nee, aber es sind so ganz laute. Nee, es ist ja auch von Art zu Art verschieden. Aber es ist richtig so wie so kleine Schreie. Aber langsame Schreie. Ach. So. Ach. Aber länger, der Ton ist länger.
Es ist wirklich absurd. Ja, genau sowas in der Art. Wirklich. So ungefähr klingt es und manchmal ganz tief, manchmal ganz hoch. Also viel, ja. Und jedenfalls haben die dann Eier gelegt und die nimmt man, legt man in den Inkubator, brütet die dann aus und dann hat man Glück, wenn kleine rauskommen. Wie viel kommen dann? 50, 500? Nee, keine Ahnung. Was heißt keine Ahnung? Das kann ja wohl nicht ja, sein. Ja, es hängt auch wieder von den Rassen ab, von den Arten ab. Ich sag mal 10 vielleicht. 5 bis 10. Okay. Mehr nicht. Aha. So. Und dann hast du in der Schule gesagt, hier, ich habe wieder neue Babyschildkröten, möchte die jemand haben oder wie? Nee, das hat man dann über Annoncen gemacht oder ich war dann auch in so einer Züchtergemeinschaft, also man hat dann auch untereinander getauscht und sowas, weil es ist dann so gewesen, dass es abrupt aufhörte, also man konnte keine Schildkröten mehr kaufen, auch keine Wildfänge mehr oder sowas, das ging einfach nicht mehr. Aus Tierschutzgründen? Ja, Gott sei Dank. Die EU hat einfach alles komplett, ja eben. So zugemacht und dementsprechend musste man züchten, weil man keine Schildkröten mehr bekommen hatte. So und ja, und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und wollte das eigentlich auch beruflich machen. Hatte ja auch schon fast einen Zooladen fertig. Dann kam die Schauspielerei dazwischen und da bin ich dann hängen geblieben. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, irgendwann morgens nach 10, 15 Jahren Züchten bin ich aufgewacht und dachte so, was mache ich hier überhaupt? Was mache ich? Warum habe ich hier 100 Schildkröten? Warum? Das verstehe ich nicht. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, Entschuldige. Warum lachst du? Sag. Eines Morgens wache ich auf ja. und frage mich, warum habe ich hier 100 Schildkröten? Ja. Das ist ein toller Satz. Ja, aber es ist wirklich so, weil wo ich dachte so, ich habe natürlich immer versucht mit meinen Mitteln das Optimum für die irgendwie zu machen, ne, damit die sich wohlfühlen. Schafft man bei Kann uns nicht. Kann man doch gar nicht. Schafft man nicht. Ist nicht das. Und ich bin heute absolut also dagegen. Mhm. Also absolut. Ich bin also zufrieden, wenn das andere machen und keine Wildfänge mehr draußen sind und so. Ja. Im Tiergarten, also in dem Park, wer außerhalb Berlins lebt, hält das fälschlich für einen Zoo, weil das in das umgangssprachlich ja auch manchmal ein anderes Wort für Zoo ist. Also der Tiergarten ist ein sehr großer Park im Herzen Berlins, wenn man so will. Hat so 3, 4 verschiedene Teile. Und es gibt einen, im großen Tiergarten gibt es einen sehr großen See, in dem irgendwann mal Schildkröten ausgewildert wurden. Und zwar nicht von Botanikern oder Gärtnern oder sonst irgendwas, sondern irgendwelche Leute, die ihre Tiere nicht mehr haben wollten, haben sie da in den Teich gesetzt. Die haben sich so vermehrt, dass du im Sommer, wenn man da lang fährt, wenn die sich so, also mit dem Fahrrad oder da lang geht und die sich so sonnen auf den Baum stemmen, dann sieht das erstmal, ohne Brille habe ich zuerst gedacht, das wäre so ein, als wenn da so ein Wehrmachtsfilm gedreht worden wäre und das wären überall so Stahlkappen, die da liegen. Da liegen bestimmt manchmal 50 von, die sehen aus wie so Helme. Und wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dass das Schildkröten sind, lohnt es sich dann doch, die Brille aufzusetzen und dann begreifst du und zuerst freust du dich und dann merkst du, nee, das ist nicht gut, weil das biologische Gleichgewicht da überhaupt nicht mehr stimmt. Durch den Kot, die haben keine natürlichen Fressfeinde. Was macht man denn da? Ich habe Landschildkröten gezüchtet und was du beschreibst, sind Wasserschildkröten. Du hattest aber auch mal eine Wasserschildkröte. Ja, ich habe auch jetzt immer noch Wasserschildkröten. Also die leben bei mir auch im Teich noch. Aber das ist Wasserschildkröten, das sind meistens die Rotwangenschmuckschildkröten oder Gelbwangenschmuckschildkröten, vornehmlich die man immer bekommen hat, die werden dann so groß. Die überleben bei uns in unseren Breitengraden, sie überleben. Und manche mehr und manche weniger gut und so weiter, aber es, ja. Man kann sie aber auch nicht mehr auswildern. Ne? Also wer würde sie alle einfangen? Naja, das ging bei diesen komischen Flusskrebsen ja auch, die hier durch Berlin sprangen. Also da sind aber das ist eine Geschichte für sich. Ich glaube, dass die Leute, die jetzt keinen Bock haben auf Krebse und Schildkröten, dass wir die jetzt, wir müssen die bei der Stange halten. Wir müssen jetzt über irgendwas Spannenderes sprechen oder erstmal Musik spielen. Tash Sultana? Ja, kenne ich. Habe ich dir vorgeschlagen als Song, ich weiß, ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe da durch Zufall irgendwann mal das Video von ihr entdeckt, wie sie im Wohnzimmer diese Musik macht. Alleine mit einer Gitarre und so einem Mix, mit so einem Füßen-Mix-Gedöns, kenne ich da nicht aus. Muss vielleicht die Techniker mal fragen, wie das heißt oder sowas. Jedenfalls kann man irgendwelche Beats mit welchen Füßen machen oder sowas. Und da hat die so einen Hammer-Songs und überhaupt den hier, den ich auch mitgebracht habe, gemacht und wurde dann, und die war ganz jung, glaube ich 16, 17 oder sowas, und wurde dann, ist wie eine Rakete abgegangen. Zu Recht, weltweit berühmt, mit dem Resultat, dass ich vor 2, 3 Jahren auch auf ein Konzert gegangen bin, von ihr, auch hier in Berlin, Tempodrom, glaube ich, und das war ganz schlecht. Also das Konzert war ganz schlecht, aber die Musik ist grandios. Gut, dann hören wir jetzt mal Tash und was sie für Musik macht. Genau. Thank you.
Hinak Schönemann, der erste Gast, der in der Hörbar gesagt hat, eines Morgens wachte ich auf und habe gedacht, was will ich eigentlich mit 100 Schildkröten? Du hast sie dann weggegeben, in gute Hände. Selbstverständlich. Hast neue Hobbys oder Interessen entwickelt oder bist einfach in der Pubertät gewesen und dann war klar, wofür du dich interessiert hast? So einfach? Du meinst jetzt Autos zum Beispiel? Ich habe mich dann ganz stark für Autos entwickelt. Für Autos, ja, genau. Stimmt. Ja, okay, hast du ja wirklich. Ist ja nicht gelungen. Als ihr zurückgezogen seid nach Berlin, seid ihr nach Pankow gezogen, in den Majakowski-Weg. Richtig. Das ist so eine dann doch sehr schicke Gegend gewesen damals in der DDR. Ne? Also da haben, glaube ich, die sogenannten Bonzen gelebt. Genau. Egon Krenz war euer Nachbar. Das war absurd. Also ich meine, meine Eltern hatten einen Ausreiseantrag gestellt, eben wegen solcher Leute wie Egon Krenz und wollten da raus. Und das war das Regierungsviertel bis in die 70er Jahre rein, bevor sie alle nach Wandlitz gegangen sind. Und als wir aus Hamburg wieder zurück nach Berlin gezogen sind, wurde das meiner Mutter angeboten, das Haus. Also wir haben es dann nicht extra gesucht, sondern es wurde sie, weil sie für den Bund damals gearbeitet hatte als Ärztin, wurde ihr das angeboten und dann sind wir dahin. Und durch Zufall ist Egon Krenz unser Nachbar gewesen. Und das war absurd. Also ich glaube nicht, dass er weiß oder wusste, wer wir damals waren. Das glaube ich nicht. Und wir hatten auch keinen engen Kontakt oder so, obwohl er wirklich nur 10, 15 Meter über die Straße gewohnt hat. Hat er sich mal was ausgeliehen bei euch? Ich glaube, wir haben eine Leiter. Dieses typische Nachbar, haben Sie mal eine Leiter? Das, glaube ich, ist vorgekommen, dass ich da die Leiter noch aus dem Keller geholt habe. Sonst war es überhaupt kein enger Kontakt oder sowas. Aber man hat natürlich guten Tag und auf Wiedersehen gesagt. Und er ist mit seinem Audi, mit seinem roten Audi 80 oder 100, nee, 80 ist er immer gefahren. Und es gab in der Nähe dort das Ikaron-Theater. Mhm. Das gibt's auch, glaube ich, immer noch in der Planckstraße. Kann sein, ja. Ist das deine erste Berührung mit Theater gewesen? Ja. Ein Freund von mir ist da gewesen und dachte, komm mal mit, ich bin mit. Und das fand ich irgendwie gut. Also, dass man sich auf einmal so ausdrücken konnte. Ich hatte gar keine Berührung vorher zu Schauspiel, gar nicht. Und der hat das dann, also der hat da gespielt und dann wurde ich auch irgendwie eingeladen. Wie alt bist du jetzt, wenn wir darüber sprechen? Muss so 93, 94 rum gewesen sein. 93, 94. Mhm. Bin gerade aus England wiedergekommen. Ich war zwischendurch, meine Eltern sind nach Berlin zurückgezogen und ich bin nach England gegangen ein Jahr und bin dann wieder gekommen und wir haben uns alle in Berlin getroffen. Wie war dieses England-Jahr? Ich war zu jung. Ich war 17. Zu jung wofür? Für das Jahr, für England. Also das habe ich gemerkt. Ich war so schüchtern. Ich hatte gar keine Muse, irgendwie Kontakt aufzunehmen, fremde Welt und es hat mir alles keinen Spaß gemacht. So. Und dann habe ich mich da ein bisschen im Sport verloren. Also oder am Sport festgehalten. Sport festgehalten, sagen wir mal so. Das ist auch sehr gut gewesen und so. Ja, aber theoretischerweise hätte ich ein oder zwei Jahre später gehen müssen. Dann hätte ich es mehr genießen können. So. Okay, war das auch sowas wie Heimweh? Und du oder ist dir das zu? Nö, Heimweh war das nicht, weil ich war schon immer irgendwie so selbstständig. Das war nicht Heimweh oder so. Aber es war irgendwie, ja, ich bin sehr schüchtern. Auch immer noch eigentlich, merkt man jetzt nicht. Aber ich bin eigentlich sehr schüchtern und nehme erstmal keinen Kontakt auf. Und das war da auch so, da war ich dann doch eher ruhig. Ist das die Zeit, in der du Kickboxen gemacht hast? Genau, da habe ich komischerweise Kickboxen angefangen. Warum auch immer, vielleicht um die Energie loszuwerden. Und die Engländer kämpfen aber anders als in Deutschland. In Deutschland hat man immer nach Punkten gekämpft damals. Und die Engländer machen Vollkontakt, auch im Training. Das ist absurd, dass die da sich so gekloppt haben. Aber es hat mir natürlich ganz viel Selbstvertrauen gegeben und Selbstbewusstsein. Sowas ist gut. Du hast ja auch vorhin angedeutet, dass du dich nicht geschlagen hast. Und ich glaube tatsächlich, das ist so meine Theorie, dass man damit ganz früh anfangen sollte, das Mädchen und Jungs anzubieten in der Schule. Schon sehr, sehr, sehr früh, weil ich auch glaube, dass diese blöde, verkapselte Aggressivität, die manchmal kein Ventil findet, durch sowas wirklich, also ich kenne niemanden, der Sport macht, Martial Arts, was auch immer, der nicht fair ist. Ganz toller, fairer Sport. Also Boxen, Kung Fu, alles ist ganz toll. Will ich bei meinen Kindern auch. Das ist super, weil du sagst auch, das mit dem Selbstbewusstsein, das hat auch viel damit zu tun. Weil Leute, die ein gutes Selbstbewusstsein haben und auch als junge Menschen einigermaßen in sich ruhen, so dass denn möglich ist, weil solange du jung bist, die machen nämlich auch nicht so viel Scheiße. Na, und es überträgt sich. Also man macht ja nicht nur Boxen und man ist irgendwie da, also nur im Boxbereich irgendwie selbst, selbstbewusster, sondern man nimmt es auf alle Bereiche des Lebens mit. Genau. Und das ist, das nehme ich bis heute mit. Ja, finde ich gut. So, pass auf, nächster Song von dir? Ja. Nina Simone, Cinnamon. Ein Stück, das, glaube ich, länger als 10 Minuten ist. Das heißt, wir können nur so reinspringen und wieder raushüpfen. Ich verbinde das ganz stark, also ich kenne den Song auch schon etwas länger, aber ganz stark damit, als mein Haus fertig wurde.
Das erste Mal. So, ne? Also als wir als Familie in das Haus gezogen sind. Wir müssen darüber reden, das ist in der Nähe von Plau am See, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Das ist ein 50-Seelen-Ort genau. ungefähr. Deine Eltern hatten da früher ein Ferienhaus. Nee, die haben es immer noch. Das ist das Elternhaus. Was ist das? Und ich habe aber 4 Häuser weiter mir so einen alten Hof gekauft, alles abgerissen und so weiter. Und es ist ein großer alter Schweinestall übrig geblieben, der wirklich riesig ist. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, den auszubauen. Und als es dann mehr oder weniger das erste Mal fertig ist, da hatte ich so eine ganz kleine Schildkröte. Nee, Bluetooth-Box. Und das klang überhaupt nicht irgendwie in diesem Haus. Und dann habe ich mir im Internet so eine ganz große so eine Konzertbox gekauft. Oder boom. Und richtig, wie auch immer. Und das war so mehr oder weniger so die Musik, die dann durch das Haus schepperte damals und die Kinder alles entdeckt haben, diese Riesenflächen. Und das verbinde ich ganz stark mit diesem Haus fertig, Haus einziehen, Familie beginnt das Leben im Haus. All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. Nina Simone, Cinnamon, mitgebracht von Hinak Schünemann, der heute hier zu Gast ist in der Hörbar. Und jetzt geht's weiter mit einem Song, den ich ausgesucht habe, von Laserkraft 3D. Der Song heißt Nein, Mann. Und er ist sehr speziell. Komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey, wir müssen jetzt auch mal wieder reden. Hör jetzt auf zu tanzen. Hör auf zu tanzen, Hinak. Setz dich wieder hin, komm. Gut, aber du tanzt gut. Ja. Ja. Von weitem könnte man denken, es ist eine Schildkröte. Nein, tanzt du, wenn du... Auf gar keinen Fall. Wie? Ich tanze nicht. Nicht mal mit Kann dir, ich nicht so. Nein, mit dir allein, ohne nicht Show tanzen, nicht vor anderen. Nein. Hast du nicht? Nee, ich hatte ja auch in der Schauspielschule hier, da hat man Gesellschaftstanz und all sowas. Das ist einfach nicht meins. Singen nicht, tanzen nicht. Das habe ich nicht weiter. Ich glaube, ich bin nur so ein Kopfnicker mal gewesen auf einer Party. Weißt du, das reicht. Das ist du warst mal auf einer Party? Ich denke, du gehst... Als Kind ne, oder als Jugendlicher, das will man natürlich auch ausprobieren. So, aber jetzt... Und heute muss man wirklich mit dir verwandt sein oder dir leid tun, dass du irgendwo hinkommst, wohin man dich einlädt, ja? Dann sagst du, oder kriegst du gar keine Einladung mehr. Ich gehe freiwillig.
Ja? Also wenn ich freiwillig gehe zu etwas oder so. Und dann wann gehst du? Was muss da sein? Aber du musst du da die Leute kennen? Aber was meinst du jetzt? Also wo soll ich denn hin überhaupt? Keiner von uns hat den Satz jeweils beendet. Wir wissen überhaupt nicht, worüber wir eigentlich sprechen. Naja, du wolltest wissen, ob ich heutzutage irgendwo hingehe, wo es mir vielleicht auch Spaß macht zu sein. Aber würde mir jetzt nicht einfallen. Mhm. Also selbst wenn ich zu meinen Eltern gehe, was natürlich alles gut ist, weil es Familie ist oder so, da bin ich auch nicht immer lange. Also aber das liegt vielleicht auch in der Familie. Wir sind dann irgendwann kurz zusammen und dann auch wieder schnell weg. Ich finde sowas super. Mhm. Ich bin auch jemand, der gerne allein ist und ich wollte ja auch immer Dresden etablieren. 3 Stunden Essen, ist die Abkürzung Dresden. Weil ich finde, dass man nach 3 Stunden sich auch wieder trennen kann. Also man sagt so, hallo, ja, warm up, man trifft sich und isst was. Unspektakulär. Und es ist dann aber kein Open End. Aber du hast gesagt 3 Stunden. 3 Stunden ist zu viel, ne? Ja, viel zu viel. dann würdest du heute ein bisschen später kommen und ein bisschen früher gehen. Also ich will dich gar nicht, also das war jetzt gar keine Einladung, das war nicht gemeint. Aber, ja, aber wie lange hältst du aus? Wie lange hältst du aus? Keine Ahnung, ein paar Minuten. Okay. Na komm. Ja, es ist so. Das ist das, was ich meine. Ich kann eigentlich nur ein paar Minuten. Wie gesagt, ich krieg eine Wut vorher auch schon, dass ich zu etwas hingehen muss. Ich finde, also, der ideale Beruf für dich wäre zum Beispiel Postbote. Also wenn das mal mit der Schauspielerei nicht mehr so läuft, weil du hast dann zwar mit Leuten zu tun, aber du bist sofort wieder... Oder LKW-Fahrer, glaube ich. Sowas in der Art. Also wo man so alleine auf einer Maschine sitzt und trotzdem arbeiten kann, wo man Musik hört, einen Podcast hört und sowas, ist klar. Das würde, glaube ich, da habe ich eine wahnsinnige Energie für. Okay. Wir sollten noch in dieser nicht roten Fadensendung zumindest darauf hinweisen, wie es gekommen ist, dass du Schauspieler geworden bist. Du bist ja mit deinem Freund, du hast es vorhin schon gesagt, du hast ihm so ein bisschen zugeguckt, was er da macht in diesem kleinen Theater und hast dann selbst vorgesprochen bei der Ernst Busch. Genau, weil er nämlich auch auf die Ernst Busch gekommen ist. Aha. Ja, Roman Pauls. Jetzt kann man den Namen mal sagen. Ich möchte wissen, wo er ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe versucht, ihn zu finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Falls ihn irgendjemand kennt, bitte melden. Roman Pauls. Roman, Schauspieler. Okay. Ja. War das letzte Mal am Leipziger Theater, aber ich weiß nicht, wo er abgeht. Man kann ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr verschwinden. Ich habe kein Facebook. Ich habe das alles nicht. Also Roman Pauls, je nachdem, der hat mich zum Theater gebracht. Der ist an die Schauspielschule gekommen und hat gesagt, probier das auch mal, irgendwie toll und so. Und ich war gerade Zivildienst. Ich so, puh. Was hast du für einen Zivildienst gemacht? Auf einem Behindertenhof, oder wie sagt man, ja, Behindertenhof, so haben wir das damals genannt, Ökohof, nicht Behindertenhof, Entschuldigung, auf einem Ökohof mit Behinderten und da bin ich Trecker gefahren, habe die Behinderten hingefahren, wieder zurückgefahren in die Stadt, das war bei Neuruppin, bei Färbelin und ja, das habe ich gemacht und jedenfalls habe ich mich dann auf der Schauspielschule beworben und wurde dann auch ein bisschen mit Knochen im Magen angenommen auf der Ernst Busch. Du hast irgendwas mit Fliegen gemacht, ne? Oder war das bei deiner zweiten? Das war bei der zweiten, okay, glaube ich. Gut. Oder bei der ersten? War aber auch bei der ersten. Also genau. Ob du Fliegen fängst, genau. Oder was war das? Na, ich hatte mir so eine kleine Box, ich hatte mich angezogen wie ein russischer Gefangener und hatte mich in so eine imaginäre Box. Du hast dich angezogen wie ein russischer Gefangener? Ja, also der kurz nach dem Krieg, so ein Heimkehrer, so ein Kriegsheimkehrer. Na, der in Deutschland irgendwo gefangen wurde. Oder zumindest, weißt du, es gab ja dann diese Russen, die vielleicht desertiert sind und ich hatte mir eben auch so einen Kriegsmantel angezogen, dann diese Schuhe dazu, war dreckig, okay, und so weiter und war in einem Schweinestall. Und damals war das so, es gab ja so Deserteure, die dann eben abgehauen sind, von vor dem Krieg abgehauen sind und dann bei irgendwelchen Leuten untergekommen und dort für schmalen Taler oder für nur Kostenlogie oder wie auch immer man das jetzt ausdrückt, gearbeitet haben. Und so einer war das. Und der hatte, also das war nur die kurze Vorgeschichte, das hatte man auch nicht weiter benannt. Ich hatte auch gar keine Töne und gar keine Wörter in dieser Rolle, sondern es war nur einer, der so gelangweilt war und Fliegen gefangen hat. Imaginär. Mit einem Stück Gummi. Das war alles. Ich hatte eigentlich nur einen Mantel an und Schuhe. Und ein Gummi in der Hand. Und nicht mal Gummi das. In der Hand. Und das Gummi hatte ich auch nicht in der Hand. Und dann dieses, weil jeder weiß, wie es ist, versucht, jeder, also man kennt das ja, wenn eine Fliege auf dem Bein sitzt und man will die so, ne, kriegen und dann haut die immer wieder ab. Und diesen Moment irgendwie konnte ich so weit rauszögern, so weit spielen, dass es die Leute irgendwie gepackt hat. Das ist aber sehr selbstbewusst für jemanden, der eigentlich mit Theater gar nicht so, also im Nachhinein. Naja, ich musste irgendwas finden, was die noch nie so richtig gesehen haben, dachte ich. Ne? Ich habe schon mal gedacht, so was würde denen gefallen? Die kennen keine Ahnung, jeden Kram haben die schon gesehen. Aber wenn da einer auf die Bühne kommt und versucht, eine Fliege zu fangen, also ich habe es versucht runterzubrechen, ob die dann dabei bleiben. Ja. Und das sind die zum Glück. Interessant. Ja,
Also ich hab mich in die Köpfe kurz reinversetzt, was wollen sie sehen? Und dann jedenfalls habe ich dann fliegen gefangen und wurde auch angenommen. Ja, du wurdest angenommen und du hast einen Förderpreis bekommen. Also den Solo-Förderpreis für Schauspielstudierende. Das war etwas später, ein Jahr oder zwei Jahre später, glaube ich, oder so. Du warst auch gar nicht so lange bei der Ernst Busch. Eine Woche. Eine Woche war ich da. Wirklich nur eine Woche? Ja, und dann musste ich schon wieder gehen. Warum? Weil ich glaube, weil es doch, also wir hatten, keine Ahnung, entweder passte es ihnen nicht, wie ich war, oder umgekehrt wahrscheinlich auch nicht. Es war noch so ein Ostgefüge, irgendwie war das so ein Machtgehabe. Das konnte ich nicht irgendwie und die wahrscheinlich auch nicht. Und dann haben sie aber gesagt, meine Stimme sei unvollendet. Ich hätte einen unvollendeten Stimmbruch. Das heißt, damals stimmte das auch. Meine Stimme war immer sehr, also so wie jetzt, oder ging auch mal ganz nach oben. Also ich konnte die noch nicht so richtig führen. Und dann haben sie gesagt, okay, pass auf, du machst jetzt ein Jahr Logopädie und dann kommst du wieder, ohne dich zu bewerben. Und in nächstes Jahr, nach einem Jahr Logopädie, kommst du. Ich so, nee. Und dann bin ich zur HDK hier gegangen, ne, 500 Meter weiter. Und hab denen erzählt, hier, Ernst Busch und so, ja, musst du bei uns auch nochmal vorsprechen. Habe ich die Rolle nochmal gezeigt. Mit den Fliegen. Und okay. Hat auch geklappt. Hat funktioniert. Ja. Und beim Abschlussvorsprechen habe ich die auch nochmal gezeigt. Hat auch geklappt. Hast du eigentlich diese ekelhaften, gibt es die noch? Diese Fliegendinger, die so von der Decke hängen, diese Klebestreifen, hast du die in deinen Stallungen? Die Stallung nicht, aber zu Hause. Es gibt da so zwei Monate ungefähr im Jahr, wo die Fliegen einfach so dermaßen doll sind, überall. Ja. Da ist man froh, wenn man so eine Dinger da überall wie Lampions runterhängen hat. Ja. Okay, wir kommen gleich mal auf die Hinak Schönemann-Festspielwochen zu sprechen. Denn im Moment ist es fast schwierig, den Fernseher einzuschalten und dich nicht zu sehen. Vorher noch mal Musik von dir, und zwar sehr schöne Musik. Das Electric Light Orchestra hast du mitgebracht mit Mr. Blue Sky. Wofür steht dieser Song? Ich glaube, ganz einfach, irgendwie steht der für meine Kinder. Die Energie, die dieser Song hat, verbinde ich so dermaßen mit meinen Kindern. Vor allen Dingen, wenn ich den spiele zu Hause, die flippen aus. Also die kennen den, und der jetzt, ne, noch kleine Kinder, und die lieben den und tanzen dann durch das Haus. Und ich tanze damit. Na guck. Und da ist deswegen, ich liebe den sehr. Hinak Schönemann, das ist ein toller Gast. Charmeur. Ein Charmeur. Handwerklich begabt. Er sagt, er sei schüchtern. Du hast ja nicht nur das Glück, dass du auf dem Land lebst und wenn du arbeitest, dann diesen ganzen verrückten Filmtrubel hast und dann im Zweifel auch in einem Hotel lebst oder in einer Großstadt, wenn du einen Film drehst oder so, sondern du hast zudem auch noch das Glück als Schauspieler
zu Filmen, für die du angefragt wirst, auch sowas wie Reihen zu haben. Nennt man das Reihen? Es ist ja keine klassischen Serien oder würde Serien, man Serien, glaube ich, sind sagen, so ab 4 Filme oder so, glaube ich. 3 oder 4 Filme. Ja, dann hast du noch 2 Serien, das kann man ja dann sagen. Ja, Reihen, wir sagen immer Reihen. Ach, doch, Reihen. Ja, ja, doch. Ja. Okay, Marie Brandt, Marile Milovic, jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin bekannt. Sie ist zudem auch die Patin deiner Kinder. Genau. Also ihr... Also eines Kindes. Eines Kindes. Okay. Das heißt, ihr versteht euch auch offenbar privat ziemlich gut. Sehr gut sogar. Also wenn man ein Foto austauscht, wenn wir nicht miteinander arbeiten oder sowas, sie kriegt dann eigentlich schon alles mit. Okay. Und sie ist eine tolle Patentante. Also mein Sohn ist sehr froh über sie. Seit 2008 gibt es diese Reihe mit Marile Milovic, Marie Brandt. Es sind schon so viele Episoden, ich glaube schon über 30 habt ihr jetzt gemacht. Wir haben die 30 schon geknackt, genau. Und es gibt eine neue, die ausgestrahlt wird am 20. Januar, 20.15 Uhr im ZDF. Wenn Sie das jetzt als Podcast hören, haben Sie die Chance, das noch in der Mediathek sich anzusehen. Marie Brandt und die Leichen im Keller. Das ist mal das eine. Und dann gibt es aber noch diese andere Reihe. Mhm. Nord by Nordwest. Worum geht es da? Ist auch eine Krimireihe. Du bist auch Polizist. Oh, und Tierarzt. Na, es geht. Du bist Tierarzt und Polizist? Und Polizist. Also, wie sagt man? Also, nur Tierarzt hat er nicht gereicht, um die Sachen zu füllen. Ich musste also auch selber tätig werden, also in der Rolle. Und das wird man am besten, wenn man Polizist ist. In der ARD können wir das. Ich habe beides. Das ist total unrealistisch. Nein, überhaupt nicht. Ich bin in einem Zeugenschutzprogramm gewesen. Ich war voll Kontaktpolizist. Ich habe die Mafia in Deutschland mehr oder weniger besiegt. Aha. So, und dann bin ich in ein Zeugenschutzprogramm gekommen und hatte aber auch das Glück, dass ich so schlau war in der Rolle, auch Tierarzt irgendwann mal gelernt haben zu dürfen. Ja. Und wurde dann da Tierarzt und habe mich hinter dem Tierarzt versteckt. Hat aber dann nicht mehr, also ich brauchte dann noch etwas in dieser Rolle, was mich auch aktiver werden lässt. Und so bin ich auch noch Polizist geworden. Also wieder. Ja, und, ist das? Und es gibt gleich drei neue Episoden oder Filme. Der erste lief schon am 7. Januar, der nächste kommt am 14., dann gibt es einen am 21., also immer eine Woche später, um 20.15 Uhr in der ARD. Und wer das versäumt hat oder versäumen wird, kann es sich in der Mediathek anschauen. Ja. Alles klar. wir haben angefangen mit Name-Dropping, diese Sendung. Und wir können auch eigentlich aufhören mit Name-Dropping, mit einem großen Regisseur. Also angefangen haben wir mit der Sache, die nicht geklappt hat, Quentin Tarantino. Mhm. Es gibt eine Sache, die hat geklappt, auch wenn da deine Rolle nicht sehr groß war. Aber es war eine Szene, auf die Steven Spielberg extrem stolz war. Es ist seine Lieblingsszene in dem ganzen Film gewesen. Gefährten. Hat er irgendwo gesagt, ne? Ja, hat er. Gelesen. Fand ich auch irgendwie cool. War irgendwie gut, ja. Der Film heißt im Original War Horse, und erzählt die Geschichte eines Pferdes im Ersten Weltkrieg. Right. Gefährten heißt es, war der deutsche Titel, ne? Und du spieltest einen Soldaten? Es irgendwann standen ja mal die Engländer und die Deutschen sich gegenüber, jeweils in den Schützengräben. Und irgendwann war das so, dass ein Pferd genau zwischen die Front kam und sich im Stacheldraht verheddert hatte. Und dann ist ein Engländer losgegangen und ein Deutscher. Und haben sich dann an diesem Pferd getroffen und dieses Pferd freigeschnitten also befreit von diesem Stacheldraht. Und die beiden haben sich unterhalten. Und das Tolle, ich Gänsehaut. Und das Tolle ist einfach, dass die eigentlich Freunde sein können. Die waren sind so gleich. Haben nur eine andere Sprache gesprochen. Die waren aber so gleich, dass es eigentlich hätten Freunde sein können. Und dann, das Traurige ist, dass sie einfach wieder zurückgingen, nachdem das Pferd befreit war. Haben sich 10 Minuten und weiter Gegner waren. Und eigentlich hätten gute Kumpels sein können. Das weil sie auch über dieselben Witze gelacht hatten. Also über Frauen und wie ist es bei euch in Schützengräben und dann die Ratten und so weiter. Also geile Aufzählung, oder? Also Gott sei Dank ist dieser Satz jetzt am Ende der Sendung. So, also über dieselben Witze, weißt du, so Frauenwitze und Weltkrieg. Nein, das war und doch überhaupt Ratten gar nicht so gemeint. So. Überhaupt nicht, aber es kommt da drin vor. Also ich meine, das, was interessiert denn Soldaten, die jahrelang unterwegs sind, das sind Frauen gewesen. Und was mit und welchen Ratten, Repressalien? Natürlich. Ja, mit welchen Repressalien sind
sie denn, wenn sie im Schützengraben sind? Da ist das Erste, was einem einfällt, sind da die Ratten, die einem die Füße annagen. So, zumindest haben wir das damals so gespielt. Deswegen kommt es mir jetzt so in Gedanken. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die vermischt werden oder so. Es ist nur, dass beide Gegner, also beide Jungs, die gleichen Sachen erleben. Es ist eine total gute Szene als Allegorie für die Widersinnigkeit des Krieges, genau. Weil da stehen sich zwei Typen gegenüber, wie du sagst, die Freunde sein könnten. Keiner von denen hatte eigentlich was verloren. Auch das Pferd hatte eigentlich nichts verloren. Man sollte diese Art von Krieg nicht führen. Man sollte gar keine Kriege führen im Zweifelsfall. Aber ja, gut. Das können wir halt nicht mehr lösen, glaube ich. Nee, wir beide jetzt nicht. Nee. Okay, also du machst dich jetzt gleich wieder auf den Weg Richtung Plau am See. Richtig. Okay. Ja, na gut, darum beneide ich dich nicht. Warum? Baustellen. Oh, blöde Autofahren, Strecke, ist eine blöde Strecke. Autofahren ist meditativ, das ist schon alles gut. Hörst du da jetzt nichts oder hörst du da jetzt Musik? Jetzt habe ich meine Mutter bei. Ich fahre jetzt mit meiner Mutter zurück. Mhm. Und da werde ich mich mit meiner Mutter gepflegt unterhalten. Also dann kannst du auch quatschen. Mit deiner Mutter kannst du auch quatschen. Mit der Familie ist natürlich was anderes. Ah ja, okay. Und redet ihr dann die ganzen 2 Stunden durch? Nee, ich bin auch froh, wenn sie ein bisschen einschläft. Das ist auch gemein, dass ich gleich singe. Nein, ich glaube, die ist toll. Ich habe ein Foto von ihr gesehen, ich finde die ganz toll. Girl with a Gun ist der letzte Song, den du mitgebracht hast. Northern Light. Gibt es dazu ein Stichwort oder eine Geschichte? Ja, ganz einfach. Da habe ich mein erstes großes Tattoo mir stechen lassen. Auf dem Rücken eine Frau mit... Mit einem Revolver, sag es doch. Mit einem Revolver in der Hand, genau. Keine Ahnung, dieser Song hat mich damals so angesprochen und dann verliert man sich ja in manchen Liedern so doll, dass man da auf einmal denkt so, oh, ich wollte doch schon immer tätowiert werden. Oder da platzt es dann raus. Es gibt ja manchmal so Phasen und da ist es rausgeplatzt. Und ja, da war ich bei 4 Sitzungen oder 5, wahnsinnig wehgetan. Aber seitdem habe ich das auf dem Rücken. Hast du kein Schildkröten-Tattoo? Doch, habe ich auch. Das war mein allererstes. Wo? Das habe ich wirklich auf dem Oberarm. Ich habe eine ganz kleine Schildkröte auf dem rechten Oberarm gehabt. Oh, ist das süß. Ja. Gut, so. Okay. Es hat mir sehr gefallen mit dir. Vielen Dank, dass du meinen Zickzack-Kurs mitgegangen bist. Diesen Dank möchte ich auch weitergeben an Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und ja, das war's. Das war's mit uns, Hennack. Kann keiner was gewinnen oder so? Nein. Wirklich nicht. Nein, es sei denn, du hast ja diese Original-Klospülung von Erich Honecker. Das stimmt. Wenn du die findest. Ja. Die würde ich aber auch nicht verlosen. Nein? Nein. Vielleicht irgendwann mal für einen guten Zweck. Vielleicht sowas. Aber jetzt würde ich vielleicht etwas kleiner. Ich dachte, ihr verlost jetzt irgendwas. Keine Ahnung. Manchmal auf unsere Kosten? Ja. Ja. Entschuldige. Nein. Also, ich hatte mich auch sehr gefreut. Dass okay. Also, war vorsichtig, ja? Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Okay. Und nächste Woche, da freue ich mich auch sehr drüber, sitzt hier Arnim Teutoburg-Weiß, der Sänger und Gitarrist von den Beatsteaks. Tschüss. Wenn der nicht kann, komme ich. Da kommst du nochmal, oder? Ah, natürlich. Ah, du hörst nicht auf zu reden. Du redest und erzählst. Ah, das war ja schön hier. Ich gehe schon mal. Erzähl einfach weiter. Und nee, nur weil du dich jetzt warm gequatscht hast, das geht nicht. Es geht nicht immer so, wie du dir das vorstellst, Hennack. Ich muss jetzt nämlich gehen. Okay. Und du auch. Also ich versuche nur noch ganz schnell, was könnt ihr noch sagen? Ich möchte hier überhaupt nicht weg. Pass auf, ich wohne jetzt in einem großen Haus. Aber vorher habe ich in einem kleinen Haus gewohnt. In einem ganz kleinen Blockhaus habe ich da gewohnt. Das habe ich mir auf eBay ersteigert.